Abend. Jetzt ganz frohe Nacht mit dem größten Rappi der Welt. Ach nee, das ist Curtis. Der gerade wieder Angriff geht. Angriff geht. Angriff geht. Auf dem Weg nach ganz was auch immer. Rappi, 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 Rappi. Ich habe ein Geschenk für dich. Auch. Willst du es haben? Nicht Geburtstag. Ich hab doch nicht Geburtstag. Na gut, dann gehen wir her. Will ich nicht haben. Na gut. Warum? Ja, wenn ihr wissen wollt, warum ich Rappi kleine Gesundheitstränke gebe, dann guckt euch das Best of von Titan Quest an, ne? Akt 2. Ah, okay. Da steht es drin. Beziehungsweise es wird gezeigt, die Stelle. Na gut, aber mich bisher hat mich noch niemand angerufen, also ist schon was Positives. Das stimmt, du machst ja immer Konfi-Einleitung. Du rufst mich ja an, nicht umgekehrt. Naja, jetzt schicken wir mal hier mal Raptor an, bisher noch keiner sich gemeldet. Woanders wohl liegt, hä? Ja, was bist du? Nicht bald. Ja, du bist der Bruder vom Mann, Kapitän. Hm? Ja, ja. Ich bin brauchst du mal was? Aber nein, ich segle im Moment nirgendwo hin. Moment. Bist du dieser Fremde, wo den Bruder mitgenommen hat? Nirgendwo. Er hat gesagt, du hättest ihm Bier beschafft. Sein Bier. Vielleicht, wenn du mir auch was bringst. Oder, nein, warte. Schnaps. Warum wollen alle Alkohol? Schnaps. Bring mir eine Flasche davon, dann können wir darüber reden. Dann Zapfen Schnaps, ernsthaft. Also Leute machen aus allen möglichen Schnaps. Zuerst hast du mit Wein angefangen, dann mit Weizen, dann mit Kartoffeln. Jetzt dann Zapfen. Dann Hundekot. Ah, Person, ganz allein draußen zwischen ganzen Wölfen. Ah, kann passieren. Kann passieren. Unten war nichts mehr, oder? Ja. Nur eine kleine Hütte. Ja, oh, sonst nix. Dein Mutterberuf. Wo liegt eigentlich nirgendwo? Ja, zum hinter Dorf dir. Nein. Unten ist schon wieder. Hinter dir. König Gilf Siedlung. Jetzt wird die Musik hardcore. Erstmal Dings aktivieren. Ja, Portal. Hallo, Skaldes. Sigma. Ich habe Lieder gehört, die über dich geschrieben wurden. Der Töter von tausend Monstern. Es ist meine Ehre, wenn ich das so sagen darf. Du bist in dieser Welt ein Held. Allerdings ja, eine der neuen Welten. Ich wünschte, ich hätte 100.000. Aber mir fehlen noch 5.000. Okay. Also jetzt nicht mit Victoria, sondern mit Chicken. Hm. Chicken. Ah, sagen wir. Lörtliak, Akolytin. Merkwürdiger Name. Du hast viele Orte bereist, was hast du denn? Nicht wahr? Vielleicht kannst du mir helfen, dieses Geheimnis zu ergründen. Schau uns unser LB an. In Jahren ist meine Herrin in den Besitz dieses wunderbaren Kessels gelangt, der große Macht besitzt, aber auch endlos viele Rätsel birgt. Angeblich wurde er in einem Moor in Jütland gefunden. Riddler. Aber wenn man sich diese Reliefplatte ansieht, ist er zweifellos keltischer Herkunft. Ursprünglich war er mit 14 solcher Platten verziert, alle aus purem Silber. Aber jemand hat sie abgerissen. Einige wurden in der Nähe vergraben, andere sind noch immer verschwunden. Mit viel Zeit und einer Menge Bernstein ist es mir gelungen, die meisten Platten aufzuspüren, oft an äußerst eigenartigen Orten. Aber 4 Platten konnte ich bisher nicht finden. Mein Beileid. Naja, wir haben zufälligerweise 2 gefunden. Ja, ich habe 2, du hast 2, wir haben 4. Aber die leider zählt es nicht so. Ah, Güter. Wir sind Fjölkonik. Was ist ein Ding? Wir wissen viele Dinge. Zeugs halt. Wir haben dich kommen sehen, Weltenwandler. Wir haben dich gehen sehen. Stalker? Wir haben die eigene Spider? Sowas von Stalker. Sowas von. Ja, nein, Aussichtsturm. Ein einzelner Turm. Ein einzelner Turm. Turm. Ethildrud, Hausfrau. Was brauchst du denn von uns? Oben. Aber nicht so übel, weißt du?
Oder zumindest war es das, bis unsere Götter sich gegen uns gewandt haben. Unser König hatte uns gewarnt, schon gehört, dass sie hinterlistig sein können. In meiner Familie gab es auch einmal einen König. Man nannte ihn den großen König. Schön für ihn. Er war der letzte einer Linie von Königen, die von Freyr selbst abstammten. Das war vor langer Zeit. Aber siehst du diese Brosche? Wie lange? Ich habe sie von meiner Großmutter geerbt und zuvor sie von der ihren. Das hier war sein Symbol. Oder zumindest glaube ich das. Natürlich glaubt mir niemand hier, sonst müssten sie mir ja Respekt erweisen. Schau mal kurz. Sie sagen, seine Linie wäre ohne lebende Verwandte geendet. Aber ich wette, wenn sie in sein Hügelgrab schauen würden, würden sie allerlei Dinge mit diesem Emblem drauf finden. Mich bringen aber keine 10 Pferde da hinein. Ich werde zwar langsam alt, aber ich bin nicht verrückt. Ja, sie hat sich immerhin kürzer gehalten als gewisse Leute in gewissen Videospielen, die mir beibringen mussten, eine Bombe zu entschärfen. Ah ja. Definitiv. Muss König auch sein. Hallo, Liv. Hallo, Liv. Du bringst etwas für unseren König? Nein. Was ist das? Nun, dann geh hinein. WTF? Aber du solltest hoffen, dass sie ihm gefällt. Was? Bei mir sind die Leute irgendwie ein bisschen verbuggt. Ah, schon wieder. Also die haben nicht nur diese komische T-Pose, sondern auch ihr Kopf ist ein bisschen langgezogen, wie eine Giraffe. Ich freue mich schon darauf, das zu sehen. Das sieht extremst eigenartig aus. Hey, der hat private Ziegen hier drin. Wir links in die Kammer, Privatziegen. Eigenartig. Was? Ziege? Oh nein, private das ist aber nicht hier die Ziege aus Baphomets Fluch. Nein, die wurde aufgehängt gefressen. Wo ist gestern? Gilfie. Kann es wirklich Hallo, sein? Gilfie König von Skanzer. Wo ist dein Dachsor denn? Der Held des Südens? Der Bezwinger von Titanen und Göttern? Als meine Kann Tochter sein. Auszog, nur einem Götten Gott zu finden, glaubte ich nicht, dass es dich wirklich gibt. Doch hier. Ja, wir existieren nicht. Und du hab ich auch nicht gedacht. Die Macht von Nertus. Du bist ein Segen in der dunklen Zeit, Held. Vielleicht unsere Erlösung. Die Einherjar, Wodans persönliche Armee aus vermeintlichen Helden, löschen unsere Siedlungen aus und metzeln unsere Krieger nieder. Ich fürchte, die Asen haben mich erneut hintergangen. Und dieses Mal wollen sie mein Land. Vielleicht unser aller Lande. Aber wenn er richtig verarbeitet wird, kann die Magie dieses Mistelzweigs helfen, das Blatt zugunsten meines Königreichs zu wenden. Weil Mistelzweig selber Blätter hat. Es gibt jedoch auch düstere Kunden. Meine Tochter ist selbst noch nicht zurückgekehrt. Wenn sie getan hat, was sie dir zufolge vorhatte, hätte sie schon vor Tagen eintreffen müssen. Ilva ist einer meiner fähigsten Kapitäne und eine großartige Kriegerin. Aber natürlich ist sie auch ein verlockendes Ziel für meine Feinde. Wenn sie in ihrer Heimat verschwunden ist, nachdem sie um die halbe Welt gereist ist, um dich zu finden, dann fürchte ich, dass sie entführt wurde oder noch Schlimmeres. Lass mich raten, jetzt blamest du uns dafür, dass deine Tochter entführt wurde und zwingst uns, sie wiederzufinden. Obwohl wir gar nichts mit der Sache zu tun haben. Wir wollten hier eigentlich gar nicht hinkommen. Große Kiste! Tja, was sind wir hier? Die nicht aufgemacht werden kann. Naja, sehr später. Ich wollte ihn ausrauben. Wir müssen halt die Tochter suchen. Ah, Mistgörer. Das ist Lisbrande. So klein und schon Waffenhändler-Typi. Was hast du denn so im Sortiment? Willkommen, Fremde. Bögen. Schau dir unseren Laden perfekt an. Perfekt für Rapi. Mein Vater ist der beste Schmied in der Stadt. Hält doch mal Wäschebögen. Ein Heiltrank. Wo findest du schärfere Klingen? Komm mal her. Ein Heiltrank gefehlt. Das ist jetzt Lebensgott. Ein Heiltrank. Okay, ich schlage ein paar Trolle für dich. Wieso Trolle? Sie hat drum gebeten. Sollen wir sonst Magier? Was haben wir euch? Was hast du denn euch für Schriftrollen? Schriftrollen ist Urchaos. Warum nicht? Billigen es, wenn Männer Freyers Magie studieren. Sonnensegen. Sie sagen, es sei unehrenhaft. Aber wie kann Macht schändlich sein?
So, ja, wie kann das schändlich sein? Oh, sehr schön. Ich weiß nicht. Na gut. Wir brauchen die wieder mal ordentlich viel Hilfe von uns. Alter, immer müssen wir helfen. Warum stehst du denn hier draußen, Aslind? Das zauste Überlebende. Was ist denn mit dir passiert? Angegriffen. Warum greifen sie uns an? Das ist nicht recht. Was soll ich das wissen? Sieh so, jetzt kann ich deine Fragen beantworten. Mein Dorf im Norden. Sie sind von Norden hergekommen. Im Norden. Warum greifen sie uns an? Im Norden liegt... Also im Osten liegt Morrowind. Man kommt von Cyrodiil, ne? Dann ist so Norden Skyrim. Ich hab's gesagt, ich schließe die Tür ab. Ganz da gut in die Schnur gelassen, aber jetzt, wenn ich aufnehme, kommen jetzt alle hier reingestürmt. Man sagt dir, dass sie sich verpissen sollen. Da, Trolle schlagen. Ekelhaft. Widerwärtig. Ich treffe die Leute nicht. Cursor, arbeite mit mir, nicht gegen mich. Steine. Das sind die Vorfahren meiner Steinform. Ah, kalte Untote. Und eins sind erkältet. Dort. Shit happens. Ja. Vorne Leiche. Da stehen jetzt die ganzen Skelette mit den Hosen. Ich habe eine Lächeln drauf. Das wäre nicht schlecht. Ja. Ach, was ist das? Grabhügel. Ein Hügelgrab, Jo Solstheim. Ja, apropos Morgenwind, apropos Skyrim, apropos. Oh, ein trauriger Prinz. In seiner Aura klaut er uns, glaube ich, Mana. Aufgeweht der Draug. Das freut mich, wenn ich hier als Magierin durch muss. Alter, die Musik hier drin. Ha, geil gestohlen, hast du alles? Voll fies, ey. Oh nein, Schämen. Öhnend. Naja, in Grabhügeln sollen wir Teile von ihren Vorfahren sein. Ja, Probleme, Treppen runterzukommen. Mhm. Bin zu fett. Komm, was hier an. Oh. Ah, ich wurde zu Kiesel. Das war ziemlich mutig gerade von mir. Ich habe erst dran gedacht, dass hier Fallen sein können in königlichen Ton. Als ich meine Maus fand, dass sie bewegt habe, um mein Wölfchen zu heilen. Ach so. Glückwunsch, ich bin zu langsam. Glückwunsch? Warum? Ich komme da nicht hinterher, um zu helfen. Ja. Muss aber wohl sein, wo gibt's denn sowas? Hier? Ja, Skelettkrieger mit Hosen. Skelette und Hosen, so lächerlich. Komm ich klar drauf. Hügelgrab des rastlosen Königs. Ah, okay. Dann bringen wir ihn mal zu seiner ewigen Ruhe. Steine nicht im Weg sein. Meine Wölfe einfach keinen Mana mehr haben. Ja, die Trauerprinze stehlen jegliche Mana in der Umgebung. Handschuhe des rastlosen Königs. Ein fetter Trauer. Ah, Wurfachs der Gaunerei. Ja, sehr gaunerhaftig, habe ich das glaubt. Ah, ein Messgelette. Und der rastlose König! Was so? Hat er. Namensgeber. Pass auf, steht der Verfluchte! Was sagst du? Pass auf, stopp! So, gerettet. Glaube ich zumindest. Alte Brustplatte. Brustplatte.
Plusplatte halt. Plusplatte. Stehen drauf. Lass das ganze Magierzeug rauswerfen, das Rapi einsammeln kann. Kann, muss, soll. Uralte Brustplatte. Dieses uralte Rüstungsteil ist mit kunstfertigen Symbolen verziert. Künstlerische Freiheit. Muss selbe Symbol wie das und der Dame. Ich meinte, dass ihre Vorfahren auch Könige waren. Nur Steine in dem Kreis gelegen, der mittleren Wäsche gestapelt. Ja. Wie hängt das Spiel bei mir? Achso, jetzt. Mann, das ist ein ordentlicher Leck hier. Ich wollte gerade sagen, habe ich wieder Ping? Aber nee, ist auf 100. Ja, ich habe nur auf meinen Charakter runtergezoomt und dann hat es vorhin gehängt. Darf ich wohl nicht zoomen? Die ständig einfrieren. Ah, das ist der Klinge von Thanatos. Nichts. Wow. Das war vielleicht toll. Skelette! Auch nur Arbeiter. Oh Gott. Wie wir uns aufteilen. Nee. Das war gerade auch interessant. Was war interessant? Du bist aus deiner Steinform rausgelaufen, obwohl da noch die Steine waren. Okay, war ich nicht bei mir so. Also bei mir lag da der Kackhaufen noch. Ey, bleib nicht meine Steinform. Dinosaurier-Code! Ja, aber jetzt nehmen wir es schon wieder. Muss mitnehmen. Verbrennt. Muss mitnehmen. Schämen. Muss Zeug mitnehmen. Oh, da kommt schon wieder Undo. Kommen Sie stehen. Ja. Nein, von unten. Sie warten. Unten? Ja, unten, ich meine vom Süden. Vom Süden kann man welche ankommen. Muss mal eine Wölfe hin. Komm. Ja, ist mir einfach so gestorben. Ich weiß nicht warum. Was ist denn nur los? Was ist denn nur los? Nee, Rapi hat noch. Die ganzen Nervereien dessen los. Na los, fett Wolf. Und wir haben Tote. Meine Untote, mein Hügelgräbern, wie konnte sowas passieren? So, Fetzenwolf, hier sei auch mit Kräutern bedeckt. Ah, oh, noch ein Hügelgräbern. Ja, bedeck dich. Halte dich bedeckt, zieh eine Hose an. Nächste Gegner hier in Schritt treten. Mich so für eine Weile betäuben. Ja, noch mehr. Trauriger Prinzen. Dann mach das mal. Oh. Abstand halten? Na gut. Diesmal bin ich weggelaufen. Nordische Tage. Ah, dritte Platte. Was ist denn da drauf graviert? Ah, das. Eine kreisförmige Platte, die einen Stier und eine Kriegerin darstellt. Ist das Zeus, der immer wieder seine Jungfrauen entführt? Rapi Magierzeug. Ja. Ich komme schon. Ja, Chicken Zeus vor allem. Der macht falsches doch alles Land. Ach, der tanzt doch überall rum. Überall, wo es jungfräuliche Damen gibt, ist er zu finden. Nee. Oh. Und Toten. Echt so der größte Stecher. Naja, mit seinen Hörnern kann er gut stechen. Also Stierform. Ja, hab ich schon verstanden. Das ist gut. Chicken versteht doch immer. Meistens. Meistens aber auch nicht. Ich? Der hat einfach mal einen brennenden Kopf gehabt. Ja, das war ein hartes Frisur. Das ist wohl jetzt in...
Der Grosch wird es nicht alles erwähnen, weil der letzte Mal hatte ich nur einen Hit von der Liedstadt. Yeah, ja, obwohl wir in der verlorenen Aufnahme ihn sowas von fertig gemacht haben. Verdammt, was versehe ich zu Stein? Okay, wieder. Riprappi. Ich drücke immer versehentlich die rechte Maustaste, weil ich draufgelegt habe. Fürs zum schnellen Einsetzen. Ja, ich hab's auch jetzt draufgelegt. Also eigentlich schon länger. Ja, ich habe ihn halt genutzt, um schnell zu verstecken. Weil zu großem Schaden. Ist doch eigentlich weg, das war gut. Keine königliche. Charmant Zeug. Ja, Maya Zeug. Charmant Zeug. Ist ein guter dasselbe. Okay. Jetzt haben wir wenigstens diese Rüstungsplatte gefunden. Das beweist für die königliche Herkunft dieser dicken Dame. Das ist doch eine Opernsängerin, oder? Ah, ne, ist mein Hausfrau, verdammt. So, jetzt wohl. Kann man so auch sexistisch bezeichnen? Oh, nee, wohl, nee, das wäre. Begrüßt sich ja nicht sexuell berühmt. Naja, ein Mann kann ja wohl schlecht eine Hausfrau sein. Nein, ich meine, wegen des Gewichts. Also,